Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Autophoré. Das hier ist der brandneue BMW X2. Besser gesagt, die vollelektrische Variante EX2. Wer den Vorgänger kennt, der wird sich sagen, Moment, das kann jetzt nicht ganz sein. Doch, der X2 passt endlich in die Nomenklatur zum X4 und X6. Das heißt, es ist ein waschechtes und definitiv im Vergleich zum Vorgänger extrem gewachsenes SUV-Coupé. Ich habe mir notiert, er ist förmlich explodiert und wenn ich ihn hier so gesehen habe, kann ich sagen, ich habe mich nicht verschätzt. Das heißt, wir haben vor allem eine sehr lange Coupé-Form und wer sich noch an deinen Vorgänger erinnert, das war mehr so ein abgeschnittenes Heck von der normalen SUV-Variante und jetzt eben so, wie sie es auch für einen X2 gehört. Im Vergleich zum beispielsweise X1 gibt es dazu auch passend andere Leuchten. Vorne wie hinten. Das heißt, auch hier eine andere Lichtgrafik und je nach Expressivität, die man sich hier hinten ausmalen möchte, einen anderen Spoiler. Also diese Gurney Flap, wie sie offiziell heißt, aber das würde ich auch schon als Spoiler bezeichnen, ist immer mit dabei. Es gäbe aber auch noch eine extremere Variante, wenn man statt dem M-Sport-Paket, wie es hier steht, noch die Pro-Variante hat. Die hat ein bisschen mehr Flügel. Hier unten dann schon erwähnt, das M-Sport-Paket, das heißt hier schwarz, zwei kleine Finnen und obwohl es die elektrische Variante ist, sehr expressiv gestaltet. Als kurzer Quervergleich zu der Basisvariante, die wir jetzt hier nicht sehen, aber mir wurde so ein bisschen der Unterschied erklärt. Das heißt, es hat hier insbesondere mit diesem Teil komplett schwarzer Kunststoff rundumlaufend. Das heißt, hier in der Mitte sollte es dann auch sein und der untere Teil ist dann in Wagenfarbe lackiert. EX2 xDrive 30, so heißt er insgesamt, das ist die erste vollelektrische Variante, die direkt zum Marktstart verfügbar sein wird. Es kommt dann aber auch noch eine Variante drunter, die nennt sich dann eDrive 20, hat dann nur Frontantrieb. Zu den technischen Daten per se kommen wir gleich noch. Worauf ich noch hinweisen möchte, ist diese kleine Kamera, die nicht nur nach hinten schauen kann, sondern hier auch ihre eigene Spritzdüse hat. Der Kofferraum ist wie das gesamte Auto auch ein bisschen gewachsen. Das heißt, wir haben hier bei der elektrischen Variante ein Kofferraumvolumen von 525 bis 1400 Liter, wenn wir alles umklappen und können auch noch 1200 Kilogramm bei der vollelektrischen Allradvariante anhängen. Und vollelektrisch trifft dann auch hier zu. Hier sind schon die passenden Kabel eingegliedert und da ist dann auch noch mal ein bisschen Platz für kleine Extras. Dann ist es schwierig, den neuen X2 mit dem alten X2 zu vergleichen. Aber ich muss es nochmal sagen, er ist sprichwörtlich explodiert und zwar in alle Richtungen. Über 19 cm länger als sein Vorgänger. Aber er ist auch länger und zwar über 5 cm als der X1. Dann im Vergleich zum Vorgänger ist er noch 5 mm breiter, ist relativ übersichtlich, 35 mm höher und auch der Radstand hat um 22 mm zugelegt. Also explodiert in alle Richtungen ein größeres Fahrzeug und passt dementsprechend besser zu X4 und X6. Weil wir die vollelektrische Variante haben, geladen wird dann hier, AC 11 kW serienmäßig, optional gäbe es auch noch 22 kW und DC, wie beim Namensbruder sozusagen, bis maximal 130 kW. Was ich schon mal sagen kann, was wir jetzt hier nicht nachvollziehen können, aufgrund der Erfahrung mit dem EX1 gibt es jetzt, wenn er dann im März direkt zum Händler kommt, beziehungsweise in eure Hände geht, auch schon das neueste Update hinsichtlich Ladeplanung und so weiter und so fort. Denn da ist auch eine Vorkonditionierung mit dabei, wenn man dann entsprechend die DC-Ladepunkte ausgewählt hat. Aber auch die Ladekurve soll etwas besser geworden sein. Dann, das hier ist das Maximum, was es beim elektrischen gibt. Das heißt 20 Zoll. Zum einen natürlich wegen Aerodynamik und Reichweite und so weiter und so fort. Aber es hat auch einen technischen Hintergrund im Sinne der Traglast. Denn man kann bei den Verbrennern des X2 bis 21 Zoll wählen. Und das kann ich schon mal sagen, das sieht ziemlich mächtig aus. Hier ist dann eben von 17 bis 20 Zoll das Ganze möglich. Die bekannte Shadowline, das heißt schwarz rundum hier um die Scheiben rum. Auch die bündigen Türgriffe kennen wir schon vom Schwestermodell. Und was man dann vielleicht auch hier schon sieht, ist ein festes Glasdach. Je nachdem, wie man die Grundlackierung wählt, fällt es dann mehr oder weniger auf. Hier haben wir auch eine neue, nämlich die Fire Red Metallic, die dem X2 erstmal vorbehalten bleibt. Und genauso verändert er sich nach vorne komplett zu seinem Vorgänger, aber auch
zum X1. Das fängt schon an mit der Motorhaube, die komplett eigen ist, komplett eigen skulpturiert und auch viel weiter nach unten gezogen ist. Also der X1 ist relativ gerade nach vorne und ist dadurch auch an der Front etwas höher. Aber ja, the elephant in the room, wie man so schön sagt, sollte vermutlich die Niere wieder sein. Hier beim elektrischen komplett geschlossen mit Iconic Glow mit dabei und damit das erste Kompaktmodell mit der Iconic Glow Niere. Ich finde es aber insgesamt, auch wenn man jetzt sagen kann, die Dinger werden immer größer, ja, wird immer größer, aber wenn man das Auto komplett für sich betrachtet, kleiner wäre auch komisch geworden. Die Iconic Glow, wenn man sie hat, weil es gibt ein Modell, da ist sie immer mit dabei, kann man auch abschalten. Und hier wäre sie jetzt in diesem matten Silber mit dem, ich glaube, Pro-Paket beziehungsweise mit der, nennen wir es einfach erweiterten Shadowline, wird das Ganze dann auch schwarz. Hier auch wieder Spezialgrafik vorne, serienmäßig schon LED. Und wie wir an den blauen Streifen erkennen können, haben wir hier die Option mit den adaptiven LED, also Matrix-LED. Und auch hier das Ganze schwarz und die Geometrie gehört auch zum M-Sport-Paket, auch etwas aggressiver, insbesondere hier im mittleren Bereich. Das macht schon ordentlich was her. Was haben wir hier eigentlich? Also EX2 startet erstmal mit dem eDrive 30-Antrieb. Relativ bekanntes Triebwerk, das heißt, wir haben zwei E-Motoren der fünften eDrive-Generation, hocheffizient und dementsprechend ist der Akku mit 64 Kilowattstunden auch nicht allzu groß. Er kommt aber trotzdem über 400 Kilometer weit und dabei auch ein paar Prozentpunkte weiter als der EX1, einfach aufgrund der Form. Zudem, CW-Wert liegt bei dem hier bei 0,25 und beim normalen SUV bei 0,26. Was aber dann auch bei den 230 kW Peakleistung und 494 Newtonmeter Drehmoment nicht unerwähnt bleiben sollte, der elektrische hat hier oben eine zusätzliche Domstrebe, im unteren Bereich ein zusätzliches Schubfeld, ist zwar alles analog zum EX1, aber ist ordentlich verstärkt im Vergleich zu den Verbrennern. Preislich geht es dann los bei 56.000 Euro und jetzt wird es spannend, der kleinere 20er, der soll sogar unter 50.000 Euro starten, hat dann allerdings auch nur einen E-Motor an der Vorderachse. Was das Cockpit angeht, fangen wir von oben an. Hier gibt es noch ein festes Glaspanoramadach, was auch deutlich größer geworden ist. Hört irgendwie so auf der Mitte zum Fond auf. Und wer jetzt einen X1 kennt, der wird sagen, kenne ich alles. Ja und nein. Denn der X2 unterscheidet sich auch ein bisschen im Innenraum. Das fängt an bei diesen Sitzen aus einem grauen und weißen Kunstleder. Ich persönlich finde sie ja echt hübsch. Also kann ich mir gut vorstellen. Die einzige Frage, die man natürlich auch heute nicht so ganz beantworten kann, ist, wie lang sieht das Weiß an der Kante zu außen hin gut aus bei regelmäßigem Jeans-Einsatz? Muss man dann mal sehen, langfristig. Aber es gibt auch noch mehr Sachen, die anders sind. Das heißt, unter anderem ist diese Naht versetzt worden im Vergleich zum X1, sodass dieses Teil hier, dieses Dekor, was schön weich ist, eingesetzt worden ist. Und dementsprechend sind dann auch die Lüftungsdüsen ein bisschen anders. Das Dekor ist auch nochmal ein bisschen was anderes. Was selbstverständlich gleich ist, ist das hier. Das heißt, 10,25 Zoll Kombi-Instrument für den Fahrer und 10,7 Zoll Touchscreen in der Mitte. Aber der Crack unter euch, der wird es vielleicht schon gesehen haben, das ist OS 9, was auch direkt dann mit der Markteinführung des X2 kommt, beziehungsweise ab den November produzierten Modellen sowieso kommt. Und da können wir jetzt nicht allzu sehr in die Tiefe reingehen, aber prinzipiell hat man auf die Kritik reagiert bei diesem System und das umgebaut. Es ist auch kein Update, was nachträglich möglich ist, denn es ist eine komplett neue Softwarebasis auf Android und dementsprechend erst ab November 2023 produzierte Fahrzeuge haben das dann auch so, auch wenn der Screen identisch aussieht. Das heißt, hier unten ist die Klimaansteuerung immer fix mit dabei und hier auf der linken Seite haben wir Schnellwahlknöpfe für Media, Telefon und Navigation. Navigation ist auch serienmäßig, genauso wie die Zwei-Zonen-Klimaanlage und die Rückfahrkamera und die eben schon gesehene elektrische Heckklappe. Was weiterhin eine Option bleibt, ist das Head-Up-Display hier. Und dann auch eine schöne Option, mein heißgeliebtes M-Lenkrad hier mit diesen Speichen. Ich finde es nach wie vor richtig gut. Hier in der elektrischen Variante haben wir noch ein Boost-Pedalchen. Das heißt, ziehen und dann geht es richtig vorwärts. Ansonsten
gerade im unteren Bereich relativ viel bekannt. Das heißt, hier die induktive Ladeschale mit dem Festhalterli, zwei Becherhalter, zweimal USB-C, offene Mittelkonsole, zumindest aus der Fahrerseite. Hier habt ihr, glaube ich, genau das hier im Weg, aber von der Fahrerseite ist es komplett offen. Das hier ist auch komplett, Moment, so, zack, zu mir geht's auf. Da wäre der Schlüssel, falls ich wegfahren wollte. Und dann hier natürlich der Gangwahlhebel, Volumina, die MyModes. Also das, der untere Bereich, ist relativ bekannt, auch mit den Türen, die sind innen alles identisch, nur eben auch die Naht, die hier oben im Armaturenbrett ist, läuft auch ein bisschen anders hier in der Tür entlang. Die Smartphone-Integration ist übrigens genauso serienmäßig, das heißt CarPlay und Android Auto, Wireless, wer das möchte, beziehungsweise nur Wireless. Ne? Aber auch schön, das Ganze ist nicht nur auf dem Touchscreen zu sehen, sondern auch im Kombi-Instrument zu sehen mit den entsprechenden Apps. Also ich würde mal tippen, so wie es früher war, Apple Karten und Google Maps bei Android und auch die Anzeigen im Head-Up-Display. Und jetzt eine weitere Neuerung. Den UWB-Schlüssel gibt es ja, das heißt für Smartphone einfach ans Auto ranlaufen und er entriegelt, weil er das Telefon bemerkt. Und jetzt im X2 oder mit der Einführung des X2 gibt es das Ganze dann auch für die Smartwatch-Träger. Im Moment aber nur für die Apple Watch-Besitzer. Dann zum Fond, Tür geht überraschend weit auf für mich. Dann Coupé-Linie heißt natürlich auch, es wird hier ein bisschen tricky zum Einladen von den Kids. Aber ich glaube, es ist eh nicht so der große Familienwagen. Dann hier hinten. Ich glaube, wäre das Panoramaglasdach nicht, wäre es hier hinten extrem dunkel. Auch wenn jetzt hier natürlich ordentlich viel Scheinwerferlicht ist. Da steckt das Rollo drin, damit man das Panoramaglasdach dann auch optisch verschließen kann. Ich finde, ich habe aber noch ausreichend Kopffreiheit. Also so knapp 3,5 Finger sind es. Von den Materialien hier hinten, genauso wie vorne. Das heißt, auch der obere Bereich weich, hier in der Mitte beledert. Und dann eigentlich fast der identische Türgriff wie vorne. Hier hinten von den Ablagen eigentlich schon fast größer als vorne. Das heißt, vorne abgeteilt 0,5, aber da geht auch 2 1-Liter Flaschen gelegt problemlos rein. Hinter meiner theoretischen Fahrerposition von 1,80 Meter habe ich jetzt, also wenn ich die Knie zusammenpacke in der Einbuchtung, noch die halbe Fingerlänge Platz. Zu außen kriege ich aber gerade noch so die Finger dazwischen. Ich habe es allerdings auch nicht im Kopf, wie eng es im alten X2 war. Aber hier hinten ist es schon etwas knapp, würde ich jetzt mal bemessen, für das, wie groß das Auto draußen ist. Im großen Vergleich zum X1 gibt es hier auch keine verschiebbare Rückbank. Die ist immer fix. Und dann haben wir hier selbe 2 Becherhalter, Armablage, alles wunderbar. Die Rückbank ist übrigens serienmäßig 40-20-40 teilbar. Und jetzt rutsche ich hier einmal rüber in der Mitte. Die Ausströmer von der 2-Zonen-Klima und USB-C zweimal. Und, oh Gott. Also in der Mitte ist ein bisschen knapp, würde ich jetzt ganz nett sagen. Also kurz geht's, aber man kann seinen Kopf, also ich bin voll im Dach drin. Und das war's dann auch schon mit der kurzen Vorstellung des BMW X2, besser gesagt des iX2. Ich glaube, die abschließende Frage sollte nicht unbedingt sein im Vergleich zum Vorgänger, sondern vielleicht eher im Vergleich zum X1. Also wäre es jetzt normales SUV oder wäre es jetzt wirklich das echte SUV-Coupé für euch? Preise übrigens auch schon unten in der Videobeschreibung. Ganz im Detail gibt es natürlich mehrere verschiedene Motorisierungen und so weiter und so fort. Aber was haltet ihr vom neuen X2? Wird er jetzt seinem Namen gerecht und den größeren Brüdern gerecht? Oder hat euch vielleicht der alte, wer sich noch erinnert, güldene X2 sogar etwas besser gefallen? Diskutiert los, wir mischen sehr gerne wieder mit, dafür sind die Kommentare da. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und gerne bis zum nächsten Mal.